Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, nach gestern Trainingstag. Wir waren gestern ein bisschen im Fluss. Konnten noch ein paar Hechte fangen. Ja, wie ihr im Video gesehen habt, ist mir ein Hecht abgehauen. Und einer hat ein guter Hecht und leider ja, Vorfach Schnur gerissen. Ja, jetzt gehen wir anmelden, registrieren und dann gucken wir mal, wollen auch gleich noch mal rausfahren, mal vernünftige Zander zu finden. Also kleine Zander sind da, aber die, ja, wir haben noch nicht, aber noch nicht gar nicht richtig auf Zander, auf Zander geangelt, deswegen werden wir gleich noch mal auf Zander angeln, klar Hechte weiter suchen und versuchen große Barsche noch zu finden. Ja, ich mache gleich ein paar Aufnahmen noch von der Registration und dann gucken wir mal, was der Tag so bringt. So, zum ersten Mal Predator Tour. Wir sind dabei, Pavel. Ist das geil oder ist das geil? Ja, wir haben es geschafft. Ja. Wir sind registriert und dann geht's gleich. Wir kriegen Aufkleber. Wir kriegen auf jeden Fall gleich Aufkleber noch. Ja, glaube ich, Trikot. Ich hoffe, noch mit Glücknummer. Ja, ja gut. Wird schon schief laufen. Ne? Wir freuen uns riesig. So, Training Tank Nummer 3. Wir haben Verstärkung mitgebracht. Der Martin wohnt in Holland. Und der wird uns mit uns rausfahren. Und werden wir versuchen, Fische zu finden. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist unser letzter Trainingstag. Ja, das Sorgenkind, glaube ich, immer noch das, der Hecht. Ja. Ja, wir werden heute jetzt noch mal halben Tag fischen und dann heute Abend wird vorbereitet, die ganze Köder, was wir jetzt im Training gut gefangen haben. Köder war am besten. Genau. Und ja, Hauptsache, dass wir Spaß haben. Das denke ich mal, das Wichtigste. Bis jetzt haben wir den Tag. Bis jetzt haben wir Spaß gut gefangen, deswegen werden wir so weiterhin machen, unsere zweite Turnier. Ich freue mich riesig. Erstmal Predator Tour. Und ja, falls wir gleich noch was fangen, vielleicht können wir ja Kamera zucken und noch mal ein paar Aufnahmen machen. Bis jetzt immer, wenn ich was gefangen habe, Pavel Kamera genommen hat. Hast du Fisch verloren? Habe ich Fisch verloren, aber ich hoffe, Pechtraining ist vorbei und wir werden gleich ein paar Hechte noch rauszappeln. Ne? Ja, da kommt Butter ohne Ende. Da kommt die nächste. Ein sehr schöner Platz, wir haben sehr gutes Wetter. Heute Hechtwetter. Ja, gestern waren zwei Hechte. Genau. Plus minus 90 cm war der große. Aber wir müssen Hechte immer im Wetter finden. Ne? Da macht schon gute Punkte. Alles klar, wir melden später. Ciao. Leider konnte ich den Drill nicht aufnehmen, aber wir sind. Das war zu schnell. Das war zu schnell, kurz vom Boot gebissen. Ich muss noch keschern. Ja, Training läuft ganz gut. Wir haben alle drei Fischarten ja gefangen. Ja, Zander, das können wir auf jeden Fall. Na, da machen wir uns gar keine Sorge. Ja. Klein, aber fein. Klein, aber fein, ja. Oh, der hat auf Kalifornien gebissen. Jetzt ist der Paul wieder glücklich. Ja. Zanderkante. Zack, Petri, Junge. So,
und wir machen weiter. Trainieren ist, also werfen, werfen, werfen. Ja, für morgen sind wir vorbereitet. Seit ich Fisch, ne? Seit ich Fisch, Junge. So, der Pavel, nächster Wurf, direkt nächsten Fisch. Hey, startest du auch im Turnier heute? Ja, ich bin heute für Keschermeister. Das werde ich im Turnier, aber der ist gut. Der ist gut, der ist schon besser. Ja, Zander können wir. Ich komme nach vorne. Willst du nicht andere Seite vielleicht? Hey, Baiki, Baiki. Jawohl, das war, was wir gesucht wir haben. Wir haben mit Baiki mit großer Kette gesucht. Ja. Ja, Junge, Baiki. Hat er geschluckt. Okay, ja. Ja, wir machen den mal kurz fertig, müssen Foto machen und dann komm ich nochmal. Oh, nee. Ja. Das ist die Kamera. Das ist wegen Kamera. Jedes Mal, wenn du Kamera nimmst. Ne? Ja, ja, am besten. Ich steige die Fische weg. Ja, gut, das war Catch and Release. Du hast ja, Vorfach berührt. Na, das zählt. Bei Turnier, ne? Ich schmeiße die Kamera weg. Ja, Turnier bleibt die Kamera aber weg. Hat euch Catch nie gesehen? Ja, wir wollten den ja filmen, Catch and Release, aber leider. Hat er zu viel Theater gemacht. Hat er zu viel Theater gemacht, hat den Hände aufgeschlitzt und deswegen hat er den Dreck über Bord. Ja, wir brauchen ganze Hände. Genau, die Hände zieht das schon, die Predator-Tour. Ja, komm, Junge. Wir melden uns gleich mit Fisch. Wir brauchen 70 plus Zander. Ja, wir sind dabei. So, wir gehen jetzt zu Infoabend. Gleich wird berichtet, ja, welche Regeln gibt es und wo wir morgen starten. Ist ein bisschen windig, also die ganze Woche soll windig bleiben. Und ja, die Jungs haben alle Spaß, haben alle Hunger. Ja, wir haben nicht mal Zeit zum Essen. Haben Sachen vorbereitet und ja, ich werde gleich ein paar Aufnahmen machen und dann gucken wir mal, was der Tag morgen bringt. And 15 years later we are here. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, heute starten wir Predator Tour 2024. Morgen. Ja, wir sind ein bisschen aufgeregt, 4 Uhr aufgestanden. Ja, meine. Hände zittern, genau. 4 Uhr aufgestanden, jetzt sind wir um 6 Uhr an der Slippe. Gleich slippen wir und um 8 Uhr wird das Turnier gestartet. Und 16 Uhr ist Schluss und da gucken wir, ob wir die 3 Hechte fangen können. Also Ziel ist Full Guard bei uns. Ja, deswegen. Egal welcher Platz. Welcher Platz, genau. Full Guard ist das für uns A und O. Deswegen schauen wir mal. Ne? Welche Route willst du? Ja, die Jungs machen alle die Boote fertig. Und heute geht's richtig los. So, wir haben jetzt geslippt, wir sind startklar. Ja, alles fertig. Alles fertig, hier ist der Wahnsinn, also so viele Boote. 75 Boote starten von hier und die Rest vom Europapark. Ne? Genau. Genau.
aber sind alle startklar, gleich geht's los. Ja. Wir haben das geschafft! Hey, guck mal, Riesenbike, hey. Riesenbike. Riesenbike im Turnier, Pavel. Bei Training, ne? Bei Training, ich habe das, ey, Nachläufer, ich habe gesehen. Ich weiß nicht, dass der ist, aber unglaublich, das ist schon. Das ist dein PB definitiv. Ja, zeig mal kurz den Fisch. Wir haben den. Komm, nicht so lange, das muss gleich Wasser rein. Ganz schnell mal zeigen. Ja. Guck mal, wie der breit ist. Das ist. Gib mal Matt. Guck mal, Köcher kaputt. Ja, da ist das Ding. cm. Wie üblich in Holland werden die Fische freigelassen. Jungs, Wahnsinn. Der Dach 1,15 Meter, 1,20 Meter ist. Ja, leider ist es nicht dein PB, aber wir arbeiten noch dran. Wir haben noch zwei Tage. Guck mal das. Ah, der hat richtig gekämpft. Ja, der ist mehrmals hochgesprungen. Leider haben wir die Aufnahmen nicht gehabt, weil bei so einem Fisch. Hey. Jawohl, da ist das Ding. Weiter geht's, Volenski. Weiter. Ja, mega geil. Predator 2024 hat sich gelohnt. So, nach dem großen Esch von Babo jetzt schöner 67er Zander eingestiegen. Guckt euch hier. Ja, guckt ihr diese Verletzung. Das ist ja wahrscheinlich die Verletzung vom Esch, vom Babos Esch. Ja, alles klar. Ich lasse den frei. Den guten. Petri, jawohl, Petri, danke, weiter geht's. So, Predator Tour, zwei Tag, es regnet, soll bis Mittag heute durchregnen, mal gucken. Ja, die Jungs sind alle heiß, die sind alle bereit zum Start. Wir starten heute als Letzter. So, der Pavel ist auch fleißig. Pavel, was machst du da? Morgen, ja, ich brauche Kraft, ich habe 4 Uhr aufgestanden. Lecker, 2 Kilo Nudeln mit Ei. 2 Kilo Nudeln. Ich denke mal, für Frühstück reicht, oder? Aber wenn so weitergeht, dann hast du gleich Suppe. Ja, lass dir schmecken. So, die ersten Booten sind gestartet. Heute dürften wir ein bisschen schneller fahren. Alle sind bereit. Thank you.
Boote. Wir konnten ein paar Boote abhängen. Hier halten sich alle, an die Regel. Was für ein Wetter, ey. Aber wir sind heiß. Wir geben Gas. So Leute, mit diesem Barsch haben wir jetzt Full Guard. Nach zweiten Tag haben wir erreicht. Klein, aber dafür schön. Klein, aber fein. Wir haben den ganzen Tag versucht, ey. Genau, jetzt lassen wir den mal schön schwimmen. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut bist. Jawohl, da ist die Full Guard. 1000 Punkte. Jawohl. Weiter. So, dritter Tag Predator Tour. Starker Wind, das ist nicht so einfach mit dem Boot. Was soll finden?